Hallo, ich mein lieben Freunde, und damit darf ich herzlich willkommen auf Let's Play Super Mario Odyssey begrüßen! Ich habe das hier schon mal aufgenommen, beziehungsweise habe es versucht, aber ich habe mich sehr aufgeregt und am Ende den Controller weggeschmissen und die Aufnahme dann auch irgendwann weggeschmissen. Daher machen wir das heute hoffentlich nochmal in aller Ruhe, und zwar müssen wir ja hier nochmal ein Ding ansammeln, einen Mond. Und zwar geht das, indem wir hier einfach diese Lava-Dinger markieren und dann, komm her, mit unserem Lava-Teilchen hier. Könntest du mich vielleicht mal bemerken? Es ist immer voll doof, wenn ich diese Leute nicht bemerken. Vielleicht, ja. So? Nee. Na. Ah. Okay. Aber mach mal, funktioniert es ja, dann müssen wir nochmal vermutlich zurück. Hä? Okay, fuck. Gut. Das passiert dann, und da habe ich mich gestern teilweise sehr, sehr drüber aufgeregt, weil ich sehr, sehr hart verkackt habe. Und das Problem ist jetzt halt, dass er jetzt hier liegt, aber... Wenn ich ihn hier jetzt einfach... Komm dahin. Ja, das sieht gut aus. Dankeschön. Ich ein bisschen... Okay. Genau. So soll das funktionieren. Und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert soweit. Das war jetzt natürlich sehr, sehr bad. Aber das macht nichts. Ich reg mich darüber jetzt nicht auf. Ist alles okay. Das kann man noch locker alles schaffen. Pseudo nicht rumschreien und alles zertreten wollen. Alles gut. Alles gut. Sei ein Liebesbär. So. Und was denn hat mega oft gesponnen hat, dass man hier reinkommt. Ich bin immer an der Kante gegangen teilweise. Genau so. Und das wird halt auf Dauer dann sehr, sehr anstrengend, ne? Sollte verständlich sein. Vor allem, wenn dann sowas passiert. Und das ist mir halt damals nicht nur einmal passiert, sondern wirklich sehr oft. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt funktioniert. Und ich mich nicht wieder aufregen muss, weil ich würde das dann noch ziemlich schnell über die Bühne bringen, dass wir heute schnell weitermachen können. Das wäre sehr lieb. Okay, Spiel? Können wir das einrichten, bitte? Kommst du mal? Wow. Ich glaube, da unten war keine Lava. Okay, doch. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Alles gut. Das war jetzt ein bisschen kacke, wobei, dass der so schön in der Ecke ist, ist gut. Komm mal her, bitte. Ja. Fuck, das ist halt auch unfair, weißt du, du triffst es. Und es ist dann trotzdem, du bist dann kein Lava-Viechlein mehr. Das ist halt auch unlogisch, okay. Kann das jetzt bitte vernünftig funktionieren, okay? Das wäre sehr, sehr lieb Spiel, okay? Können wir das machen? Dass ich mich nicht nochmal aufregen muss, bitte. Dankeschön. Ich danke vielmals. Und so. Einmal kam dann dieser Mond auch schon. Aber dann bin ich hier einmal gestorben. So. Wofür ich gestern über 10 Minuten gebraucht habe und es nicht geschafft habe, ging heute in 3 Minuten. Sehr schön. Wisst ihr, ich hatte halt auch gestern, als ich das angefangen habe aufzunehmen, nicht mehr wirklich ganz so viel Bock, weil ich hatte schon ein... Ja, was ist anstrengendes Wochenende? Aber einfach ein langes Wochenende. Gut, okay. Es war hauptsächlich lang wegen der Weihnachtsfeier. Aber dennoch, könntest du wirklich vielleicht mal aufhören zu drehen, Cam? Ja, so. Bleib so stehen. Ein bisschen höher noch. Ja, ich bräuchte eigentlich... Muss ich mal... Ja, so geht das. Okay. Mal schauen, ob man dann was anderes machen kann mit der Cam. So. Ich würde mich ganz gerne noch umziehen. Wobei, wir können, weißt du, wenn wir uns schon mal dieses Outfit extra gekauft haben, dann können wir es auch anlassen, oder? Also, dann schon. Wenn wir schon mal Geld dafür ausgeben, dann müssen wir das ja auch tragen, würde ich jetzt überhaupt. Ne? So. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Ich habe dann auch teilweise nochmal öfter verkackt und dann habe ich irgendwann meinen Controller weggeschmissen und ja. War keine schöne Aufnahme, wäre auch nicht mal wirklich lustig gewesen. Deshalb habe ich gesagt, schmeiß ich weg. Wir machen das nochmal mit mehr Spaß. Und den habe ich jetzt gerade. Ah, fuck. Gib mir mal die Münzen hier. Hui! Oh, das war schlecht. Das war kacke. Komm bitte runter. Das ist ja doch echt komische Lava. So pinke Lava. Kennt ihr das? Ich ja persönlich nicht. Ich weiß denn gar nicht, warum ich mich hier dann nachher nochmal... Ach ja, genau, bei den Goombas. Oh, Junge. Können wir da eigentlich runter? Nein, da ist Tod und Vergeltung. Okay. Tod und Vergeltung finde ich nicht so toll. Tatsächlich, das ist nicht gut, Leute. Wir können hier, wisst ihr, ich bin dann hier irgendwie mit dem Goomba hier rauf und dann da drüben. Dann bin ich hier wieder gestorben, wisst ihr. Ich hätte es mir gar nicht so schwer machen brauchen.
Wir brauchen nur ein wenig das Fleisch da oben, um unseren Schlemmereintopf dem leckeren Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es nicht schnappen wird. Du fragst dich, worin er mariniert. Das ist ganz einfach. Wir legen erst ein Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzufügen. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe eigentlich schon genügend gegessen, so. Aber ich habe halt sonst... Okay, können wir ein Hammerbruder werden? War noch nie ein Hammerbruder. Hallo, Hammerbruder? Leute! Alles klar, bam! Bam, 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 Alter! Ausrasten! LOL, what the fuck? Ist das cool. Die! Die! Wow! Wieder einfach ausrasten, Leute! Cool. Also, Hammerbruder ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Wirft der? Ach, der wirft ja gar keinen Hammer, der wirft ja Pfannen. Dann ist das ein Pfannenbruder und kein Hammerbruder. Lolz! Ein nicer Pfannenbruder. Woo! Was ist das hier eigentlich? Komme ich da irgendwie rein? Noch nicht. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Knopf oder sowas für diesen Mond? Ich hab gar nicht mehr, wie ich da reinkommen soll. I don't know! Auch nicht. Ich greif dich an mit meinen Pfannen! Pfannen! Ich bin ein liebes Hammerbruderlein. Pfannenbruderlein. Du kannst nichts! Verpiss dich! Ich töte auch meinesgleichen. Ich mach keinen Unterschied. Ich bin kein Rassist, ich töte ja alles. Das ist echt cool. Das ist mega cool. Ist das ja eigentlich der Knopf für da unten? Komm mal kurz raus. Nein! Pack dich mal hier. Ich habe halt auch noch nie einen Hammerbruder ohne seine Mütze gesehen. So. Der hat voll die coolen Haare. Ja, Leute, guckt euch das mal an. Ohne Witz, Dude, deine Frisur ist mega nice. Mal ohne Flachs. Kannst du mal sein Friseur, wobei ich darf meine Haare nicht blau färben. Leider. Ich wollte meine Haare eigentlich jetzt, wo ich auch mal ein bisschen Geld und Zeit habe und wo die Leute mit euch auch wissen, dass ich gay bin. Wobei die Haarfarbe natürlich nichts mit der Sexualität zu tun hat. Wollte ich mir die Haare blau färben. Aber ich arbeite in einem Konzern mit 1.500 Mitarbeitern. Das ist ein Verlagshaus, das ist so eine Zeitung und... Ich habe da dann mal meine Kollegin gefragt, wie ihnen das so kommen würde, wenn man sich hier die Haare blau färben würde. Und sie meinte leider nicht so gut. Und Leute, eigentlich heißt es ja, ey, scheiß drauf, was andere denken. Aber wenn du in der Probezeit bist und gerade deine Ausbildung angefangen hast und möchtest du es dir nicht gleich mit allen verscherzen, dann verzichtest du halt leider darauf. Ich werde mir jetzt aber blonde Strähnchen machen lassen. Das mache ich. Im März oder so. So, das ist schon eins Termin gemacht mit meinem nice im Gain-Friseur. Oh yeah. Auch wieder so komisch. Weil eigentlich ist es ja egal. Kann ich da eigentlich... Okay, da kann ich durch. Denk mir halt auch gerade, für was brauche ich denn die überhaupt hier? Also aktuell erschließt es mir noch nicht so ganz. Könntest du mal ein bisschen hierher kommen? Hey, Boy! Boy! Okay, dann halt so. Da kommt er wieder neu raus. Komm raus, komm raus, komm raus! Oder auch nicht? Nein. Ich dachte mir gerade, er trifft mich ja gar nicht. Hör auf zu rennen, Mario. Könnt ihr bitte mal wiederkommen, dass ich wieder zu einem Feuer-Ding... Oder du. Ist mir eigentlich egal, wer. Aber wir kommen da eh nicht hin, wo ich hin wollte. Da ist ein Hammerbruder oder Pfannenbruder. Ah, jetzt sind die gespawnt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fuck. Fuck. Wobei, das war gar nicht mal so schlecht. Warte, bevor du noch weiterkommst. Wo ich dich eigentlich gar nicht haben will. Nein, stop. Wow, lol. Wobei, eventuell kommen wir von hier sogar hin. Oh, fast. Egal, dann ist es dann egal. Nicht so wichtig. Wir machen da kein 100%, ist ja alles gut. Ich mag deine Haare, Dude. Was ist denn das da?
So was springen können wir auch nicht, ne? Nee. Ja gut, da kommen wir schon mit dem Lava-Ding hin, aber ob uns das was bringt, ist die andere Frage. Aber wir werden es mal austesten. Komm mal her, du. Danke. Oh, lol! Ist ja mega der einfache Mond, Alter. What the fuck? Laternenlicht auf der kleinen Insel. Ach, das müssten wir sogar anzünden. Zu denen kann ich ja nicht werden, ne? Nee. Alter, da habe ich ihn qualvoll in die Lava geworfen, Dudes! Weiß gar nicht, habe ich dich eigentlich? Ja, doch, ich brauch dich schon. Wobei, ich möchte mal eben. Hä? Ui! Bui! Ich wusste gerade nicht, mit welcher Taste. Ich weiß nicht, brauche ich diesen Pfannenbruder da unten überhaupt? Ich meine, wir müssen da, komme ich ja mit dem Lavateil hin, da will ich jetzt einfach nicht hin. Ne, wir gehen einfach weiter und schauen mal, was es hier oben so Tolles gibt. Hallo? Ich bin Mario. Mario. Ich bin Mario. Ich bin Mario. Mario. Hier geht nicht. Also, da unten wäre ein Pfannenbruder, mit dem komme ich hier nicht hoch, oder? Doch. Doch. Ah, jetzt ist er da. Komm mal her. Ich dachte gerade, ich komme mit dir nicht. Okay. Genau. Wo möchte ich? Hier möchte ich noch nicht runter. Da möchte ich runter. Hui. Was ist da drin? Eine Blume. Gibt ihm irgendwas Tolles? Die muss ich irgendwo reintun. Da rein, da kommen wir nicht rein. Hä? Wo soll das bitte reingehen? Ist doch nur irgendwie ein Topf oder so. Und ich kann jetzt ja auch nicht bis zurück zur Dings tragen müssen. Ich schau mal, wie weit der. Ja, gut, und irgendwann verlegt die ja auch. Also ich denke mal eher nicht, dass ich mit der irgendwas machen muss, so. Vielleicht hier in die Richtung? Ah, mein Bruder, Feuerpfannenbruder, was auch immer du bist. Stop doing stupid things like that. Oder musst du es irgendwo nach da drüben? Ich meine, ich denke mal nicht, dass ich hier. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Die. Ja, und da komme ich ja eh nicht rein mit dem. Nein. Weiter hoch. Okay. Da unten, da komme ich jetzt hin. Da ist nämlich was. Münzen! Hat sich total gelohnt, hier nochmal runterzugehen, Leute. Jupp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut getroffen. Das war gut, Sudo. Hast du True gemacht. Okay, Pökelplateau. Aber ist das dieses Stück Fleisch, oder wie? Und jetzt? Wie kriege ich das jetzt? Aha. Ich bin jetzt Fleisch, Leute. Ich bin jetzt Fleisch. Leute, ich bin Fleisch geworden. Nice. Oh, Junge, ist das dumm. Vor allem dieser Schnurrbart. Einfach, nein, das ist so dämlich. Dämlich, aber lustig. Jetzt ist die Cam wieder hochgegangen. No, die tut ja auch sehr unsicher. Drei, ja, die bewegt sich. Wir machen das jetzt so. Und dann machen wir das so. So, drehen wir einfach den Bildschirm ein bisschen. Juckt mich nicht. Ja, dann drehe ich ihn einfach mal so hin. Für die Aufnahme. Scheiß drauf. Sieht zwar irgendwie komisch aus. Ja, das muss ich dann wieder anders machen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Haben noch ein bisschen Zeit. Wir sollten hier nicht in das heiße. Aua! Hätte nicht passieren sollen. Mario, hör auf zu laufen, hör auf zu laufen, hör auf zu laufen, hör auf zu laufen. Hört auf! Ich bin Mario, ich reihe Brumme. Mario. Muss ich mir jetzt diese Katze nochmal angucken? Yay, muss ich. Nee, muss ich nicht, aber ich muss die Gunst. Also, ich möchte eigentlich schon so haben, wenn ich das noch weiter rüber tue. Dann müsste das doch gehen, oder? Ja! Ich muss einfach nur die Cam in die Mitte tun und dann passt das.
Das war jetzt zu weit. Ihr guckt euch nochmal die Cutscene an. Aber die Cameron überspringst du. Ich weiß, aber ich brauche die gerade. So. Jetzt ist das sehr viel besser. Gefällt mir. Na, jetzt können wir sie überspringen. Ach so. Es wäre toll, ein Fleisch zu sein. Es wird mein Leben für immer bereichern, ein Fleisch gewesen zu sein. Okay, warte mal. Oh Gott. Ich bin scared, ich bin scared, ich bin scared, PewDiePie. Staffel 2, die nie kam. Ah, Lulz! Finde ich gerade aber nicht gut, ne? Weil hat gerade irgendwie gepasst. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, Mario. Leute, das ist ein Multimond! Ein Multi! Ah, Mario! Sammel den einfach rein! Nein, wir sind bitte! Danke! Erstmal komplett ausrasten, weil du mega verkacken tust, Alter. Leute, die Cam hat endlich ihre perfekte Position. Tropf auf dem Vulkan. Ein tropfiger Topf, Topf, Tropf. Mit dir geht's sonst gut, oder? Also gib mir die. Blas. Was? No happy day, Alter! So funktioniert das also mit dem Braten. Also Mario wäre eigentlich tot. Der Mar den Magma fall hinauf, wie zum Fick. Oh Gott, ich gehe zurück. Mario. Wahnsinn, bis hierher geschleudert. Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Ja, das ist Benny, die Lavakatze, yo. Okay, wo bin ich am Anfang, ne? Ich bin nicht am Anfang. Ich bin nicht am Anfang. Alter, voll salty. Oh Gott! Es gibt wieder ein Stingsbums. Okay. Schnell, 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 schnell. Wer soll das nicht schaffen? Da hat man ja mega viel Zeit. Kann ich das Salz wegmachen? Ist das nicht ganz schön salzig hier? Da hat wohl jemand Yasado gespielt. Ne, halt Yasuo heißt er. Ups. Ah, ich war ja doch noch im Leben. Ich dachte gerade, ich wäre irgendwie tot, weil Dinge. Also wenn hier was zu laufen ist, dann muss ich hier irgendwie weiterkommen. Hallo? Okay, ich glaube, ich wäre von da drüben gekommen oder so. Dann würde ich sagen... Hilfe, 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 hi. Pfannenbruder, komm mal her, bitte. Ah, ne, das ist ein Feuerbruder jetzt. Nein, wie, du tötest den! Okay. Jetzt bist du in der ersten Stelle, wie komme ich denn jetzt zum Platz, Mann? Was sagst du mir so? Oh nein, wenn die Hitze weiterhin zu stark ist, wird unser Schlemmereintopf in 0, nichts ruiniert sein. Wir müssen nur mal die Temperatur senken. Leider kommen wir jetzt keinen mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, unser Eintopf. Nein, 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 nein. Ach, da wäre die gewesen. Okay. Ja gut, da wurde ich nicht. Also. Ah, wir sind doch am Anfang. Yo. Hey, kannst du mal hier hinschießen? Komm, ist nicht mal. Verreck doch einfach. Danke. Ja, von da unten wirst du uns nicht treffen. Aber wenn er vielleicht. Geht das? Oder müssen wir. Ich würde doch sagen, dass wir selbst ein Feuerbruder werden müssen, aber der stirbt ja. Ich hoffe, er trifft mich nicht. Ich glaube, hier wird er nicht hintreffen. Wer weiß, vielleicht doch. Looking good. Das war gut. Ich hoffe jetzt, dass dieses Stückchen vor mich nicht trifft. GG! Leute, so läuft das im Spiel. Wir holen uns das nochmal in diesem Monat, dann beenden wir. Eigentlich hätte ich es gleich beendet, aber
Ich. Obwohl, der ist noch da, oder? Nee, ist er nicht. Okay. Dann bitte nochmal helfen, Feuerbruder, danke. Okay. Schieß mal her, bitte. Und nochmal bitte. Los, Feuerbruder Leini! Danke. Der wird mich jetzt vermutlich auch treffen. Nee. Jetzt haben wir ihn schnell ein. Und GG. Sammel den jetzt ein, Mario! Entzünde die beiden Flammen. So, jetzt müssen wir den noch eben töten, dass ich eine Runde Absage machen kann. Die. So. Und damit würde ich sagen, ist eine weitere Folge Super Mario Odyssey vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, Kommentar und abonniert alle Instagram, folgt mir in der Endcard, Social Media in der Beschreibung. Und einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen, außer tschüss, silly.